Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs und wir werden uns in diesem und den nächsten beiden Videos den Slider oder Scale ansehen. Und in diesem Video werden wir uns zuerst den Konstruktor ansehen und grundlegende Parameter, die es dazu gibt. Dann werden wir uns im nächsten Video die Methode get ansehen. Das müssen wir auch, weil hier tatsächlich etwas ein bisschen anders funktioniert, get und command. Das werde ich euch im nächsten Video zeigen und dann, denke, weil es auch für bestimmte Anwendungen sehr wichtig ist, dann im übernächsten Video noch weiterführende Parameter, wie man also diesen Slider oder Scale sich ganz individuell anpassen kann. So, falls ihr noch nicht wisst, was das ist, keine Angst, das erkläre ich jetzt und ich zeige euch jetzt erstmal, das Programm, was ich geschrieben habe. So, Moment. So. Na, komm her. Will er nicht. So. Also, das ist ein Slider hier und das seht ihr hier. Da gibt es eine ganze Menge Werte. Und ich habe hier oben einen kleinen Label mit dazu gesetzt und in diesem Label erscheint auch nochmal der Wert. So, das habe ich jetzt gemacht, um euch zu zeigen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Werte an einem Slider oder einer Scale, wie es bei Python heißt, anzuzeigen. Und das muss man natürlich nicht alles verwenden, das ist viel zu viel. Aber gut, okay, zur Demonstration ist es sehr in Ordnung. So, als allererstes brauche ich wieder so mein ganz grundsätzliches Rumpfprogramm von mit tkinter und ich nehme jetzt hier mal alles raus, was ich das letzte Mal geschrieben habe. Das wollen wir alles gar nicht haben. So, und ich brauche einfach erstmal mein Hauptfenster, Root und die Hauptschleife und natürlich auch den Import. Und dann definiere ich mir meinen Scale und das mache ich, indem ich einer Variable einen Konstruktor zuweise. Der Konstruktor heißt Scale, großgeschrieben, Root. So, und jetzt kommt ganz wichtig, kommen dort verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Anzeigeverhalten rein. Das wollen wir jetzt erstmal gar nicht machen, sondern einfach nur ausprobieren, was passiert, wenn ich den jetzt auf den Bildschirm packe. So, ich speichere das ab und lasse das laufen. So, und jetzt seht ihr, ganz ohne irgendwelche Einstellungen läuft der Slider von oben nach unten und in einer Reichweite von 0 bis 100 und zwar in einem Intervall auch immer von 1. Ja, so. Das ist sozusagen die Grundeinstellung und auch die Größe hier, die ihr von dem Regler seht, das ist die Grundeinstellung. So, das ist das Erste. Und jetzt kann ich hier eine ganze Menge einstellen. Als Erstes ist immer ganz wichtig, ich möchte die Reichweite von diesem Slider individuell einstellen. Also ich möchte ihn nicht von 0 bis 100 gehen lassen, sondern sagen wir mal von 17 bis 34. Und dazu gibt es die beiden Befehle from unterstrich gleich 17 und to gleich 34. Und da kann ich jeden beliebigen Wert reinsetzen. Es muss eben eine Zahl sein. So, eine Anmerkung dazu, from mit dem Unterstrich ist dazu da, um das von dem anderen Python-Befehl from zu unterscheiden. Also da wird sozusagen hier der Anfangswert gesetzt und damit der das nicht mit dem anderen Befehl verwechselt, hat dieser Befehl hier einen Unterstrich. Das ist am Anfang etwas verwirrend, aber da kommt man relativ schnell rein, wenn man das zweimal gemacht hat. So, und wir schauen uns das an, was uns das jetzt tut. Und tatsächlich,
Ja, wir haben von 17 bis 34 haben wir jetzt die Einstellung. So, jetzt möchte ich den Slider nicht vertikal haben, sondern ich möchte den horizontal haben. Und dazu gibt es den Parameter Orient für Orientation und da gebe ich in Großbuchstaben ein, Horizontal. Speichere das Ganze ab und ihr seht, jetzt habe ich das Ganze mit Werten in der Horizontale. So, das ist noch eine Sache. Jetzt kann ich zum Beispiel angeben, ich möchte das ohne die Werte haben. Und dann gebe ich den Parameter ein Show Value und dort gebe ich ein 0. So, der ist normalerweise auf 1 gesetzt und egal auf welchen Wert ich den setze, auf 3 oder 7 oder 9, dann zeigt er mir die Werte an. Nur wenn ich den auf 0 setze, macht er mir etwas anderes, nämlich dann mir das Ganze ohne Werte anzuzeigen. So, und jetzt seht ihr, ich habe nicht mehr diese Zahlen, die oben drüber mitlaufen. Das kann manchmal wichtig sein, wenn man sich zum Beispiel das in einem eigenen Feld ausgibt. So, und das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen wollen, dass wir jetzt uns ein kleines Label definieren. Obwohl, das wollte ich eigentlich euch im nächsten Video zeigen. Ein Label einfach mit Root. Und sagen wir mal, Text ist gleich 10, Komma. Dann setze ich mal hier, weil das so ein bisschen größer sein soll, soll auch farblich abgetrennt sein, setze ich mal die Breite. So, und dann nehme ich jetzt mal, also da in Anführungsstrichen, nehme ich mal ein schönes helles Gelb oder so ein cremefarbenes. So. Und dann möchte ich die Zahl angezeigt haben, ganz auf der linken Seite. Und dazu gibt es den Befehl Anchor. Und dann wird der Text, der im Label gezeigt wird, der wird ganz links angezeigt. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. So, das wollen wir jetzt auch auf den Bildschirm packen. Label Pack, der wird einfach oben drüber gesetzt. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, und ihr seht, er macht uns noch gar nichts. Das liegt aber auch daran, dass ich dem Label hier oder den Text noch nicht entsprechend dem Veränderung der Skala abgeändert habe. So, aber das ist jetzt so ein bisschen tricky. Da passiert nämlich etwas Neues, was wir bisher noch nicht kannten. Und das zeige ich euch im nächsten Video. So, ihr wisst jetzt erstmal, wie man eine Scale auf den Bildschirm bringt. Und wie man die Werte abfragt, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.